Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zocken wir mal Neck. Viel Spaß! Wir gehen natürlich auf die Hauptstory ein. Neues Spiel auf der Schwierigkeitsgrad. Ein Schwierigkeitsgrad für denjenigen, die nicht oft spielen. Normal, Standard, Schwierigkeitsgrad. Ein Schwierigkeitsgrad für erfahrene Spieler. Wir gehen auf Normal. Wir wählen eine Datei und zwar wir benutzen den ersten Platz und es geht los. Viel Spaß. Doktors Labor. Dies hier sind Aufnahmen aus den Hochlandklippen von vor 2 Tagen. Wie es scheint, sind die Kobolde nicht länger nur ein kleines Ärgernis, sondern sie sind in der Lage, einen Ups, Entschuldigung. Ja, machen wir später. Ich habe vergessen, den Untertitel zu machen. Danke, dass Sie alle so kurzfristig kommen konnten. Und, Doktor, danke, dass wir uns hier treffen können. Wie konnten diese Kobolde es schaffen, in so kurzer Zeit von Pfeil und Bogen zu Panzern und Gewehren zu kommen? Wo ist ihre Basis? Und wie können wir diese Bedrohung beseitigen? Wir müssen sofort eine Erkundungsexpedition losschicken, um Daten zu sammeln. Wer meldet sich freiwillig? Die Klippen, hä? Die liegen mitten im Koboldland. Berühmter Entdeckter, Ryder. Aber ich weiß nicht, ob auch alle wieder rauskommen. Victor? Victor Industries begrüßt diese Gelegenheit, das neueste Modell meiner Sicherheitsroboter zu testen. Während menschliche Stärke natürlich wünschenswert ist, braucht die Expedition etwas weitaus Stärkeres gegen die Waffen dieser Kobolde. Die Hightech-Bewaffnung dieser Roboter dürfte für den Erfolg der Mission unverzichtbar sein. Noch weitere Freiwillige? Lucas. Na schön. Dann bilden Ryder und Victor wohl unser Expeditionschor. Ja, Doktor? Bevor die endgültige Entscheidung gefällt wird, würde ich Ihnen allen gern etwas zeigen, das ich entwickelt habe. Kommen Sie! Onkel! Hey, wie geht's dir? Gut. Der Doktor hält mich auf Trab. Huh? Muss an die Arbeit. Bis später! Okay. Fang an! Geh's ruhig an, mein Kleiner. Du schaffst das. Da ist Neck. Irre. Hallo, ich bin... Kapitel 1. Seine Größe Schöpfung. Und damit... Necki! Was Sie hier vor sich sehen, ist meine größte Schöpfung. Neck. Putz, Alter. Junge. Oh, ich hab schon Leben verloren, Digga. Das geht so gar nicht. Alter. Attacke! Bam, Alter. Aua, aua. Bam, bam. Bam. Mega Faustschlag. Oh ja, mein Leben ist wieder da. Wuhu, let's go! Wie Sie alle wissen, sind diese Relikte das Fundament unserer Gesellschaft. Geheimnisvolle Überreste einer unbekannten Zivilisation, die unsere Maschinen antreiben und unseren Lebensstil ermöglichen.
Jo. Boah, Junge. Geh weg, Alte. Wir graben diese Relikte von tief unter der Erde aus und nutzen sie, um unsere Autos, Flugzeuge und Generatoren anzutreiben. Die Entdeckung dieser unerschöpflichen Energiequelle hat unser Leben völlig verändert. Schalter, drücke den Schalter zu. Ach so. Ah, okay. Merk mit dir, Digga. Oh mein Gott. Oh, mit die Hackfresse, Mann. Jahrzehntelang habe ich die Geheimnisse der Relikte studiert, um herauszufinden, wie man ihnen ein Bewusstsein gibt. Das Ergebnis ist Leib. Ein lebendiges, denkendes, atmendes Wesen. Das hast du irgendwo gefunden, wahrscheinlich. Ah, scheiße. Ah, der Schock. Ja, moin. Shit, bruh. Oh mein Gott. Erster Tod, Alter. Und das easy bei Kapitel 1, Alter. Oh, der war knapp. Oh ja, geh weg. Ja, hallo? Krieg ich... Also, okay, nein, doch nicht. Neck, nimm diese Relikte auf. Boah, Junge. Ich werd aber zum... Wie Sie unschwer erkennen, kann Neck explosionsartig wachsen. Ja, Digga, mach mal da hier auf Mod R, Alter. Junge. Oh, shit. Ah, macht nix, Digga. Sind nur Kugeln. Komm, gib's aufs Molo. Digga. Was denn, Mann? Alter, du musst ein Schwertmager, Mongo, Schwertmongo. Heck mit dir, Alter. Sieg! Boah, was war das, Junge? Oha! Gemein! Einfach so eine Explosionskanone, Digga.
Hallo, lass mal dein Schwert stecken, Digga. Krass, Mann. Nein, 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 nein. Shit, Bro. In Gesicht, Alter, ins Gesicht. Schrumpfen und lauf durch den Durchgang. Arme Teile. Oh, jetzt bin ich wieder so klein. Ah, geh weg. Jawohl. Oh, Digga, krass. Wo bin ich jetzt gelandet? Neck kann sich aufladen, indem er Energie aus Sonnensteinen absorbiert. Ach, Sonnenstein kommen jetzt. Nach dem Aufladen kann er die Kraft der Sonnensteine als gewaltige Schockwelle explosionsartig freisetzen. Zerstöre mit der Schockwelle die Schilde der Roboter. Oh, Mempo, war das geil. Sie können beobachten, dass die Schockwelle mehrere Ziele gleichzeitig zerstören kann. Memo, war das geil, Alter. Das war richtig geil, Mann. Richtig geil, OP, Mann. Weiter geht's. Oh je, da kommt noch ein Gegner, oder? Hä, wo geht's denn überhaupt hier? Ah. Geheimgang. Ja, natürlich. Nehme ich mit. Muss sein. Boah, das macht... Oh, falscher Raum. Oh mein Gott! Uff. Fuck, Junge, geh weg! Oh mein Gott. Run, 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 run. Abfahrt. Und Abfahrt. Nach oben. Mit den Sonnensteinen wieder auf. Neck kann sich durch die Kraft der Sonnensteine auch selbst in einen Sturm aus Relikten verwandeln. Oha, geil, ein Sturm. Neck, jetzt zeig uns, oha, was der Sturmangriff bei diesen Gegnern bedeutet. Geil, Mann. Wie Sie gesehen haben, kann Neck mit der Energie der Sonnensteine seine bereits herausragenden Kräfte noch weiter steigern. Wirklich beeindruckend, Doktor. Sie nennen ihn Neck, ist das richtig? Eigentlich nenne ich mich selbst Neck. Beeindruckend? Mir kommt da doch recht zerbrechlich vor. Wenn wir Kobolde jagen, bekommen wir es mit anderen Gegnern zu tun. Ah ja, super. Fängt das jetzt auch wieder an. Blechkameraden. Und was genau wollen Sie damit sagen, Victor? Tja, ich habe ein paar meiner Sicherheitsroboter dabei. Wenn Ned die besiegen kann, gönne ich ihm seinen Platz in der Expedition. Hm.
Geht klar. Warum gehen wir nicht raus in den Garten? Da ist es nicht ganz so eng. Wrestling! Jawohl, Digga, jetzt geht's los, Digga. Maschinenroboter. Ein klein geruppelt. Und? Meinen Sie, Nack packt das? Das wird sich ja jetzt zeigen. Die Roboter sind nutzlos, Digga, Mann. Bam, Alter. Kapitel 1 und 1 bis 2. Herausforderungen. Gut, alles kontrollieren. Vielleicht findet man etwas noch. Der Sonnensteine kann Neck auch entfernte Ziele mit einem Bombardement aus Relikten angreifen. Aua. Boah, das war ja nice, Mann. Dieser Explosionsangriff kann sogar mehrere Ziele gleichzeitig treffen. Was haben wir denn? Ah, wir haben hier was Besonderes. Eine Truhe. Sorry, das ist wegen Datenschutz, kann jetzt kein Bild angezeigt werden, aber ich kann euch gerne vorlesen oder sagen, was ich denn bekommen habe. Du hast ein verstecktes Gegenstand entdeckt. Du kannst auch dieselbe Art von Gegenstand wählen, die einer deiner Freunde hier gefunden hat. Geräte, wenn du alle erforderliche Teile sammelst, kann Neck Spezialgeräte bauen und benutzen. Wir haben ein Teil von Doppelbatterie bekommen. Ah, Schockwelle, Kreis, Sturmangriff, Kreis plus Quadrat und Explosion, Quadrat plus ein Dreieck, okay. Ja, okay, ja, ist ja gut, Digga. Boom, weg mit euch. Okay, das habe ich schon. Mann, warum starte ich jetzt von wieder von hier, Mann? Alles schön mitnehmen. Und weg mit euch. So. Einmal das hier. Und Jump! Doppelsprung! Jawohl. Jawohl, Alter. Roboter von Victor. Der Milliardär-Duden. Zerstören wir seine Roboter. Okay, gibt's hier noch irgendwas, wo ich noch einsammeln kann? Nee, gibt's nichts. Okay, weiter geht's. Thank you.
Komm, ich mach den hier. Oh, Alter. So, da ist was. So. Entschuldigung, wieder für die Unterbrechung. Wegen Datenschutz kann ich leider nichts ändern. Es geht halt, ist halt so. Ich habe ein Teil vom... Du hast 1 von 5 benötigte Teile, um den Zeitdehner freizuschalten. Der Zeitdehner. Die Zeit verlangsamt sich, wenn Nag Gegner trifft oder dass er Schaden nimmt. Kann nicht gleichzeitig mit dem Kombozähler ausgerüstet werden. Ist gerade im Bau. Haben wir 1 von 5 Teilen gesammelt. Und wir haben auch die Doppelbatterie bekommen, wie ihr gerade schon gesehen habt. Es gibt also versteckte Teile, die man sammeln kann. Es gibt auch noch... Das werden wir bestimmt dann auch noch... Das wird ihr dann auch noch bestimmt sehen. Oh! Digga. Komm mal da. Aber da möchte ich noch nicht so großartiges verraten. Das könnt ihr dann, glaube ich, dann später sehen, wenn es, glaube ich, soweit kommt. Der nächste. Lol, das sind die Dicky Oschi. What the? Oh Gott. Abi. Boah, Junge, der hat heftig gezogen, Alter. Junge, 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 hat er mir heftig Leben abgezogen, Alter. Oh, kein Problem, hier haben wir wieder Teile. Ah, reicht nicht. Gott. Nein! Nein! Oh mein Gott, ey. No way. No way. No way. Stirb, Alter. Oh mein Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. So, was bekommen wir in dieser Truhe? Kriegen wir einen Teil oder was anderes? Alles klar, wir. Ah. Okay, wir bekommen den Kombozähler, ein Teil vom Kombozähler. Nag kann seine Angriffskraft erhöhen, indem er Gegner 8-mal in Folge trifft, ohne selbst Schaden zu nehmen. Kann nicht gleichzeitig mit dem Zeitdehner ausgerüstet werden, okay? Oh mein Gott. Okay, das war's da mal komplett mit Nag. Gucken nochmal hier rein. Ja, das ist offen. Okay, es hat sich dann wohl gespeichert. Ah, kleiner, geh weg, Manuel. Kannst nichts machen. Also es hat sich gespeichert. Also das heißt, nichts ist verloren gegangen. Gut. Hallo, ey, Junge, was soll der Scheiß, Mann? Uff, Alter. Okay, Roboter, du willst auf die Harz, du, okay, kriegst du.
Heilige Hummel, was ist das? Gott. Gott, weg mit dir. Bam, gib ihn. Boah, geht doch. Okay, hier sind Teile, gut. Aber ich habe hier noch was gesehen. Ah, okay, es sind doch. Okay, es waren nur Teile. Ich dachte schon, es wäre wieder ein Gegenstand, wo ihr dann nichts mitbekommt. Natürlich kriegt ihr das alles mit. Nachdem. Yes! Ich hab wieder. Oh nein! Nein! Arme Statue. Charlotte. Tut mir leid. Boah, Junge, ich geb dir aus dem Maul, du hast alles zerstört, Mann. Alles zerstört, ey. Oh mein Gott. Ah! Laserstrahl. Alles zerstört, Mann! Wir haben es geschafft. Yeah. Okay. Und? Victor, bin ich immer noch zu zerbrechlich? Wie es aussieht, kommt der liebe Doktor wohl doch mit uns. Aber das willst du doch. Und dass er Nag mitbringt auch. Eine tolle Demonstration, Doktor. Oh ja, Nag muss unbedingt mit auf die Expedition. Schade, Mann. Statue kaputt. Ich frag mich, was Charlotte wohl von Nag gehalten hätte, wenn sie noch hier wäre. Na los, Doc. Gehen wir. Wir haben nicht den ganzen Tag. Hey, Doc. Danke, dass du dich um meinen Neffen kümmerst. Wie groß er geworden ist. Tja, Ryder, es war leichter, als er noch klein war. Jetzt fragt er ständig, warum und wieso und will alles diskutieren. Er kann eine echte Nervensäge sein. Du brauchst wohl mal eine Pause. Ich könnte ihn doch für ein paar Tage nehmen. Oh, gerne. Nur zu. Lucas! Wir zwei sind wieder ein Team. Die Spuren dieser Koboldpanzer müssten eigentlich noch zu sehen sein. Halt also die Augen offen! Also, Nag, möge das Abenteuer beginnen! Kann losgehen. Schade, jetzt muss er laut seine Teile. Tja, meine Liebe. Wünsche uns Glück. Mann, diese Scheiße. Die Hochlandklippen. Das ist die alte Klippenmine. Die ist sehr weitläufig, mit kilometerlangen Tunneln. Kein Schimmer, was die Kobolde vorhaben. Landen wir mal und sehen uns das genauer an. Oh, Digga. Sie haben den Eingang gründlich verbarrikadiert. Wir brauchen einen anderen Weg. Das würde schneller gehen, wenn wir uns trennen. Vielleicht nach Norden, Osten und Westen durch den Wald. Wir nehmen den Wald. Komm mit, Nag. Oh.
Kapitel 2, 1. Das Abenteuer geht los. Oder heißt das so? Ach so, ja. Genau, das Abenteuer beginnt. Aber natürlich wollte ich hier noch was machen, weil das konnte ich bei der... Im Moment konnte ich das noch nicht. Ich mache den Untertitel ein. Stimme 10, 10, 10 bleibt so. Gut, fortfahren. So, jetzt könnt ihr alles teilweise mitlesen. Sei auf der Hut, Mac. Diese Wälder sind voller gefährlicher Kreaturen. Oh, heiliger Himmel. Geh weg. Komm her, Käfer. Wow, das sind Explosionskäfer. Gibt's hier auch, Alter. Krass. Junge, der kommt aus der Motherfucker. Aus der Erde. Okay, gibt's hier irgendwo? Da, ein altes Bauwerk mit Relikten. Ja, guck, da kam wieder gar keine Stimme, deswegen könnt ihr das gerne nachlesen. Da, ein altes Bauwerk mit Relikten darin. Super, jetzt kommt das erstmal spät, Alter. Wow! Ah, komm, das hängt einfach ein bisschen so gefühlt. Es hängt hinterher. Was soll dieser Scheiß? Junge, aber ein Vogel mit Tornadoflügel, Alter, ich geb dir aus Schnauze, geh weg. Käfer. Da! Tornado-Schmutz. Aua! Mann, du Vogel! Geh weg! Toll, jetzt habe ich eine Halbklatze, Junge. Was soll der Scheiß? Ah, hier ist was, hier ist was. Jawohl. Etwas Leben, immerhin. Was ist das? Diese Fallen zeigen, dass es hier Kobolde gibt. Sei vorsichtig. Gut. Och nee, nicht schon wieder der Vogelmann. Auf die Schnauze geben. Yes. Ich geb dir eine Respektschelle, Vogel. Oh, da ist ein Mini-Kobold. Let's go, Alter. Den mach ich fertig, Alter. Mit einem Schlag. Bumm. Oder auch nicht. Scheiße. Ey, was soll der? So, komm her, Mann. Bam. Ja, toll. Jetzt habe ich eine Halbklatze schon wieder. Mann. Kann ich die kaputt machen, die Steine hier? Oder haben die irgendeine Bedeutung? Nee. Oh, shit. Oh, shit. Ein Treffer, ich bin tot, Alter. Hilfe, nein. Okay. Glück gehabt, Mann. Oh, Mongo, ey. Jawohl, ich krieg Leben. Juhu. Jawohl, Backschelle, Digga. Ja, Backschelle. Oh, shit. Okay, gibt's noch hier irgendwas? Nein, okay, Roller-Schelle. Spring doch nicht weg, Mann.
Halbklatsche schon wieder, verdammt. Was ist das denn? Was ist das? Schlamm. Okay, da bin ich langsamer. Oh nö, jetzt gibt's auch noch einen Bogenduden. Ey, Digga, was soll der Scheiß, ey? Bam, Alter. Aua, bam, Alter. Boah, aufpassen. Hier ist ein Bogen, ey. Gut. Ey, Junge, ich muss den Vogel da drüben wieder eine Vogelschelle geben, oder was? Oha, ey, trifft er mich noch mit dem Bogen, Alter. Ich dachte, ich hätte es ausgewischen, Alter. Ich dachte, ich könnte das ausweichen, ey. Anscheinend doch nicht. Was soll der Scheiß, Alter? Feiert doch nicht. Der feiert noch, dass er mich getroffen hat, Mann. Ey! Weg, Schelle! Geh weg! Jawohl. Ah, Doppelbogen! Schlag zu, jawohl. Bam, weg mit euch. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ich kann die Kamera nicht drehen, schade. Oh shit! Er kam unerwartet. Hey, Digga! Oh. Größter Schmutz, Junge, was soll der Shit? Haha, daneben. Ja, geh doch hoch, Mann. Aua. Aua. Schnell, 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 schnell. Shit, Digga. Aufpassen. Schnell, schnell. Ja. Okay, wir haben's. Geh weg, Käfer, Mann. Du stinkst. Oh mein Gott. Ey. Jetzt stinkt der Käfer und trifft mich noch, Alter. Kacke, Mann. Oh shit, was ist das? Felsen, die... rollen. Ah. Wow, super. Ich bleib einfach... Warum von hier unten, ey, Digga? Mann, jetzt darf ich wieder den Scheiß von vorne machen, ey. Kacke, ey. Ach, komm. Egal, wir kriegen das hin. Ey! Wir kriegen das hin, Mann. Wir müssen nur schnell genug sein. Oh, ausweichen, ausweichen. Schlag! Und nochmal. Jawohl. So, wir gehen kurz hoch und rennen hier runter. Ah, in die Ecke. Okay, gut. Jetzt bloß nicht sterben. Jawohl. Yes, gut, wir haben wieder Leben bekommen, jawohl. Gut, 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 gut. Und ab in die Höhle. Doktor, ich habe einen Weg in die Mine gefunden. Sehr gut, Nick. Warte, ich bin gleich da. Gut, Kapitel 2. Alte klippende Mine. Kapitel 2.2. Diese Tunnel wurden vor 100 Jahren gegraben. Auf der Suche nach Relikten. Au. Ausgedrückt. Damals hat man hier sehr viele gefunden. Aber jetzt ist diese Mine so gut wie erschöpft.
Junge, was ist das? Oh mein Gott. Einen glühenden Käfer. Oh Gott. Jetzt gibt's auch noch schießende Käfer, Motherfucker. Junge, Junge, Junge. Jetzt gibt's auch noch schießende Käfer, Mann. Gut, hier gibt's nix. Bam, ey. Bam, ey. Weg mit. Bam. Okay, hier haben wir noch was. Oh, Relikte. Yeah, Sonnenkern. Geht mal weg, ihr dummen Käfer, ne. Oh. Riesendroll. Ja, schwimm mal deine Keule, ey. Enttäuschen? Ah, angetäuscht, Digga. Ah, der macht wieder diesen Move. Oh, der macht Rückwärtsrolle. Geilo. Oh shit, Alter, der hat gesessen. Oh shit. Das war ein Keulenschlag, Digga. Was? Ich muss von hier anfangen? Oha. Gib ihm. Concentration. Boah, Junge, der gibt mir einen harten Schlag in die Fresse. Was soll der Scheiß? Ey, Digga. Junge, jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, Alter. Das darf doch einfach nicht wahr sein, ey. Aua. Ey, Digga. Na, Halbklatze schon wieder. Okay, jetzt gibt's auf dieses. Oh, ich spring einfach. Yes. Alter! Ey, Digga, was soll der Scheiß, Mann? Ich treff die nicht, Mann. So denn? Junge, bleib doch stehen, ey. Ah, ich treffe die einfach nicht, Mann. So, jetzt aber, komm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, ein Schlag, ich bin tot, Mann. Einer ist tot und jetzt der andere. Oh, geht doch, Alter. Puh. Oh, geschafft, Mann. Irgendwie findet man Relikte immer in solchen Gebäuden. Aber ist das überhaupt ein Gebäude? Es gibt keine Tür. Kein Mensch hat hier je gelebt. Ja, das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Aber das wird hier noch ganz, ganz, ganz spät erfahren. Was hat... Oh, shit. Oh. Stopp. Merk mit dir, Käfer, Mann. Okay. Oh, hier ist was. Hier ist was. Ich hab was. So, kurze Ausblende. Wir haben eine Doppelbatterieteil bekommen. Und jetzt könnt ihr es sehen. Wir haben jetzt schon zwei Teile von der Doppelbatterie bekommen. Jawohl. Also fehlen uns noch drei Teile. Läuft doch schon mal richtig gut. Wir haben bis jetzt noch nichts
verpasst, meiner Meinung nach. Gut, was haben wir hier noch? Sachen zerstören. Gut. Ist hier noch irgendwas? Nein, okay. Das sind die Koboldpanzer. Wir haben sie irgendwie überholt. Lange hält die alte Straße das nicht mehr aus. Wie jetzt zum Beispiel. Wie jetzt zum Beispiel. Du. Nun, jetzt haben die alle Rüstungen. Junge, was soll der Mist? Walk! Oh mein Gott. Es kommen immer noch mehr, Alter. Aua. Ey, Digga. Okay, ihr habt gewonnen, Mann, Alter. Es reicht einfach noch nicht. Für meinen Move. Wie das denn? So klein Sonnenschein-Scheißkern. Fehlt mir noch mal. Okay, hab wieder Leben dazu bekommen. Das ist wenigstens gut. Boah, ich werde riesig, jawohl. Und der Weg ist frei. Weiter geht's. Danke, Ned. Bam. Umso größer ich bin. Alles Zerstörung. Was, Mann? Ich kann einfach gegen die laufen. Junge, One-Shot. One-Hit, Alter. One-Hit. Boop. Okay, jetzt kommt mein Attacken-Move. Attacke! Jawohl, Digga. So gefällt mir das. Die da unten sind nix wert, Digga. Einfach so. Und weg ist er. Gut, haben wir hier noch irgendwas, was wir noch einsammeln können. Oh mein Gott, ich werde größer und stärker. Okay, geht nicht. Was haben wir? Was? Hä? Was haben wir? Okay, da brauche ich irgendwas. Okay. Ah, ein Kontrollraum. Aber in dem Generator sind keine Relikte mehr. Nein, oder? Ich muss meine Relikte abgeben. Nein, ich muss meine abgeben. Oh nein. Einen Moment, Doc. Ich mach mal eben das Licht an. Digga, jetzt bleibt es auch noch so toll wieder hängen, Alter. Nein, jetzt werde ich wieder klein, Alter. Auf geht's. Ah, du kannst auch trotzdem noch reden. Okay, gut. Gut, wo fangen wir an? Also, das ist verbunden mit dem hier, mit dem Kabel hier. Wir machen erst diese Tür hier auf. Mal gucken, was... Ah, da ist ein Geheimgang. Yes. Kurze Unterbrechung. Yes. Woo! Wir bekommen ein... Sammel. Deine Sammlung. Noch 19... Oh.
Herzlichen Glückwunsch, wir haben ein Kristallrelikt bekommen. Wenn du Kristallrelikte sammelst, kannst du das Spiel in verschiedene Versionen von Nag mit Spezialfähigkeiten erneut spielen. Okay, was haben wir bekommen? Mit der Macht der Amethyst-Relikte kann Nag seine Verteidigungskraft auf das Maximum erhöhen. Noch 19 weitere Teile. Okay, cool. Was haben wir hier drin? Ah, okay, hier geht's weiter. Jo, dann weiter geht's. Wow, Digga, schießt Dreierbogen. Okay, der schnell. Nein. Mich nicht nochmal töten, Digga. Ich will nicht nochmal irgendwo von neu anfangen, Digga. Weg, Alter. Hier, warte mal. Nein! Okay. Mein Fehler. Mann! Ich will nicht mit der Halbklatze rumlaufen. Sieht beschissen aus. Mist, kein Leben. Ey, Eintreffer, ich bin tot, Mann. Oh Gott. Und bin tot gefühlt. Ah, yes, Leben. Jawohl. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ach, na, das gefällt mir schon besser. Weißt du was? Dich habe ich auch in einer Höhle entdeckt, wie diese hier. Siehst du dieses Podest? Wenn man diese Höhlen findet... Falls es klappt, ist das ein Podest. Und nie steht was drauf. Nur einmal. Das muss jetzt 20... Boah, Digga, Mann. ...Jahre her sein. Da fand ich eine Höhle, die war... anders. Es wird erzählt, dass diese Orte einst lebendig war. Dass es Relikte in Massen darin gab. Doch seit Generationen hat... Ich glaube, das war diese Höhle, nur die wurde dann halt... Das niemand je gesehen. Ausgerottet bis wegen... Bis damals. Bis er auf dann dem dich... Podest stand eine leuchtende Kugel. Ja. Und um sie war eine Konstellation in Gold und Rot und Blau. Ich streckte die Hand aus. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Und die Kugel kam zu mir. Ich brauchte viele Jahre, um das Geheimnis zu entschlüsseln und die Macht der Kugel zu verhundertfachen. Doch schließlich konnte ich das Puzzle lösen. Und das Ergebnis warst du. Hey, sehen wir es uns aus der Nähe an, ja? Das ist geil, Digga. So aus so eine Kugel wird einfach so Nag, Mann. Richtig geil. Ah, dieser Standbildschirm, Alter. Ich hasse das. Gut. Abfahrt. Alter, das Podest sieht schon krass aus, Mann. Digga! Hat er gerade gebellt wie ein Hund? Krass, Alter. Jetzt sind die neuen Kobolde als Hunde geworden. Krass, Mann. Oh, shit, Alter. Der war knapp, Digga. Ah.
Oh ne, jetzt schon wieder so ein Koboldschläger. Oh mein Gott, schon wieder halb Platz, Mann. Was soll dieser Schnitt? Der Schnitt sieht schräg aus. Das war's mal komplett, Digga. Ah, Digga, schon wieder von vorne, Mann. Aber ist eigentlich ganz gut. Dann kann man diese Sonnensteinkerne sammeln und man hat schneller seine Attacken freigeschaltet. Oh mein Gott, der zieht mir ja richtig viel Leben. Ja, okay. Das war's dann mal komplett, Digga. Ey, Digga. Das war's ja dann mal komplett. Ah, da ist unser Hund. Jawohl. Meine Güte, ey. Bam, bam, bam. Jawohl. Unser Verteidigungs. Jawohl. Kann ich die zerstören oder so? Nee. Zurück. Boah, Junge. Das schlägt einfach die Brücke kaputt. Alles okay, Doc? Einfach prächtig. Digga, jetzt sind wir einfach runtergefallen, Digga. Wir haben uns einfach runtergeschlagen, Alter. Von der Brücke, Mann. Das muss man einen anderen Weg nehmen. So. Hey, scheiße, das Ding ist kaputt, Alter. Weg mit euch, ihr dummen Käfer, Mann. Oh, hier gibt's nichts, glaube ich. Hier gibt's auch nichts. Ich meine, als Erinnerung hat schon mal das gespielt, aber es war schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, ein ganzes Jahr war das, glaube ich, her, dass ich das mal gespielt habe. Meiner Meinung nach war doch hier noch irgendwas, okay? Oder so. Aber ich glaube eher weniger. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Ah! Digga, jetzt kommt wieder dieses scheiß Motobogen, Alter. Ey, Digga. Oh, komm. Digga. Mann. Dieses scheiß Bogen, ey. Dieses scheiß Drecksbogen, ey. Das darf doch nicht wahr sein, Mann. Geht doch. Ach du Scheiße, schon wieder ein Bogen, Mann. Springen. Bam, Alter, von hinten weggemurkst. Hä, das ist ja komisch, Mann. Der kann ihn einfach so hochhelfen, aber die Teile müssten doch so längst eigentlich so ausgerissen werden, Digga. Das ist eigentlich unmöglich, Digga. Oh mein Gott! Kommt ein Pfeil! Nee, 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 deinen Pfeil zückst du hier nicht nochmal, ey. Aua! Thank you.
Okay, das ist nur ein Dude mit einer Keule. Das sollte nicht so schlimm sein. Kann ich da noch drauf oder so? Nee. Okay, gehen wir weiter. Was zum... Oh mein Gott, der war knapp. Schnell, 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 schnell! Okay, gibt's hier noch irgendwas? Da oben war doch, glaube ich, was. Meiner Meinung nach. Aber ich komme da irgendwie nicht hin. Ich weiß gar nicht mehr, ob da irgendwas war. Keine Ahnung, ich komme da nicht hin. Ob ich hier irgendwie mich klein machen kann oder so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wow, Erdbeben, krass. Weg hier. Ja, guck, da fehlt mal wieder komplett der Sound. Weg hier! Ja, jetzt kommt der erst. Kapitel 2 bis 3. Eine unter... Was, wie heißt das? Eine unterwartete Bewegung. Eine unterwartete Bewegung. Okay, gehen wir weiter. Boxensteinchen hier weg. Vorsicht, nein. Dieses Gestein ist sehr rutschig. Hui, let's go. Ja, ja, ja. Oh nein, das wird schwer, wenn man... Hier ist ein Bogen macht. Boah, Junge. Geh weg, Alter. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Okay. Oh mein Gott. Drei Fallen auf einmal, Digga. Bam! In your face, Alter. Okay, der Stein kann ich nicht kaputt machen. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Nein, okay. Oh mein Gott, neuer Gegner, Mann, was soll der Shit? Bomben! Okay. Okay, Rutschparty! Wuhu! Mal schön in die Fresse geben, Digga. So. Digga, ich war nicht mal in der Nähe und der hat schon eine Rolle gemacht, ey, Digga. Spielfehler. Oh mein Gott, der Bogen kam random durch. Nö, 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 nö. Dein Bogen. Nein, nein, nein. Gut, was haben wir hier? Aha. Noch mehr Relikte. Antäuschen. Jawohl. Oh, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Oh Gott. Gott. Kanonenkugel, Alter. Let's go. Okay, weiter geht's. Okay, was haben wir denn hier? Versperrt. Wir müssen denselben Weg zurückgehen. Ach. Ach, Junge. Oh ne, oh ne, oh ne. Hier, nimm das, Junge. Geh weg. Was? Junge. Noch ein. Ey, Digga.
Ja, Digga. Das ist Victors Roboterarmee, Digga. Deck. Victor ist immer doch der Böse. Victor. Da ist er doch, der Sack da oben. Kleiner Pisser, Mann. Hab ich also doch richtig gehört. Ist alles in Ordnung? Ihre Roboter haben uns angegriffen. Wirklich? Die dachten sicher, sie wären Kobolde. Tut mir sehr leid. Ich prüfe ihre Programmierung. Nur keine Umstände, Victor. Ich habe dabei ein paar Relikte gesammelt, also kann man nicht sagen, dass ich am Boden zerstört bin. Da gibt's einen Luftzug, und zwar aus dieser Richtung. Sehen wir mal nach. Richtiger richtig asozialer Victor. Victor ist ein richtiger Arschmann in die Fresse. Es wäre leichtsinnig, ohne Verstärkung in eine Mine zu gehen. War mal da, ich schlag die kaputt, Junge. Juckt mich nicht. Je größer der Schatz, desto größer das Risiko. Ich zerstöre deine Roboter, Junge. Let's go. Und die Kobolde auch hinten drauf, Alter. Gibt's noch hier irgendwas? Zuerst habe ich Minenroboter gebaut. Es ist so viel einfacher, da unten Relikte zu bergen, wenn man über starke Feuerkraft verfügt. Junge, jetzt mach ich dich bam, K.O., Alter. Okay, gibt's hier noch was? Nee, hier gibt's nichts mehr, glaube ich. Nee, hier gibt's nichts. Schade. Junge! Danach habe ich auch Sicherheitsroboter. Egal, scheiß drauf, ich hau ihn weg hier. Die Art ist dieselbe. Nur das Zubehör ist etwas anders. Ich trau dem Ganzen. Ich trau Victor nicht, Mann. Safe eine Falle. Guck da hinten, die sind auch eingesperrt. Safe ist das eine Falle, Mann. Weitermachen. Ich trau dem Ganzen hier nicht. Egal, ich schlag die einfach kaputt. Let's go, Alter. Sind ja nicht meine Roboter. Okay. Da ist was. Okay. Was bekommen wir denn? Seltenheit 3 Sterne. 1 von 7. Jetzt habe ich 2 von 7. Der Kombozähler. Okay. Krass. Weiter geht's. Und jump! Jawohl. Haha, der wird doch eh schon 6 F abolliert, Alter. Der wird doch selbst schon explodiert, umgebracht. Same, umgebracht. Selber umgebracht. Ah, da ist was, da ist was, da ist was. Vorsicht. Nein? Funktioniert nicht, okay. Noch ein Hit, der ist dead. Rutschparty. Okay, da hinten ist. Hier ist da irgendein. Okay, ich dachte hier wäre was. Naja, Sonnensteine sind auch okay. Dann kann ich einfach den hier machen und alles in Ruhe, Digga. Bis auf den da hinten, ey. Ey, geh mal weg, Mann. Nochmal Rutschparty. Oha. Hat er mich jetzt... Oh. Er hat mich angegriffen, das geht nicht. Und Rutschparty.
geschafft. Das ist das Versteck der Kobolde. Ryder, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Doc. Wir haben ein Kobolddorf entdeckt. Vielleicht das Richtige. Geh von der Landestelle aus 10 Kilometer nördlich und stoß zu uns. Verstanden. Dann bis gleich. Wobei, er weiß nicht, wie er durch die Mine kommt. Bei seinem Talent ist er noch vor uns da. Selbst wenn er dazu 5 Berggipfel besteigen müsste. Fast geschafft, Neck. Bereit. Meine restlichen Truppen sind unterwegs. Dann sehen wir uns nachher vor dem Dorf. Richtig. Okay, gut. Gut, was haben wir denn hier? Tür auf. Ah, okay. Relikt. Sonnenstein. Yes, move bereit. Okay. Ah, ausweichen. Ich brauche Leben, Digga. Oh mein Gott, nein, nicht die Bomben, nicht die Bomben. Nein, 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 weg. Okay, haben wir hier was? Nein, haben wir nichts. Okay. Bringst du den Aufzug wieder zum Laufen? Nein. Arme Relikte, Digga. Meine armen Relikte, Mann. Muss ich wieder wegtun. Ach so, es geht nach unten. Das Kobolddorf liegt hinter dem See auf dieser Klippe. Wir sind fast da. Alles klar, Mann. Kapitel 2, 4. Oh nee, Digga. Kriegst du wieder eine Backschelle, Alter. Scheiß Vogel. Na, up. Ey, da will eine Backschelle. Bam. Eine Backschelle. Ist jetzt das neue Wort für eine Backschelle. Backschelle ist das neue Wort für eine Hackfresseschelle. Oh, diese Kobolde, ey, Mann. Neck, du bist zu klein, um den zu töten. Hier, stirb doch einfach, ey. Was? Wieso habe ich nur einen getroffen? Ich hätte doch 2 treffen müssen. Oh, Neck. Lalalala. Oh, das sind diese Bombkäfer, okay. Haben wir noch hier irgendwas? Nein, okay. Und jump. Der war gut, der Jump. Ah, hier muss doch irgendwo noch ein Geheimnis sein. Autsch. Geh weg, Naga. Hier muss doch noch irgendwo ein Geheimnis liegen, oder nicht? Oh mein Gott, Alter. Jetzt hat mich noch so ein Pischokäfer Pingelscher Käfer getötet, ey. Mit seiner Bohrattacke, Alter. Wie bei Pokémon, Alter. Bohrattacke, ey. Wie bei Pokémon, ey. Digga, noch wieder, schon wieder 2 Bogen am... Schon wieder Bogen, Alter. Mensch. Ich hasse die Dinger. Bogenschütze, Schmutz. Zu wenig Sonnensteinkristall. Das geht hier gar nicht. Angreifen ist verboten. Junge, geiler Doppeljump. Hui. Mega Eis. Oh,
Kochrutschparty. Uhuhu. Oh mein Gott, der macht jetzt einen Sturzflug statt einen Tornado, ey. Backpfeifenschelle, Alter. Oh nee. Oha, Ding auf. Ey, der Aschi hat mich getroffen. Auf Eis. Es geht nicht. Okay, oh, 3, 2, 1, Rutschparty. Wie soll ich die umbringen? Ach, da kommen welche. Kein Problem, Digga. Hier, weg mit euch. Ach so, das waren... So, das waren die von da oben gerade. Die haben doch bestimmt eine Abkürzung. Ne. Mein Fehler, Entschuldigung. Ey, Digga, ich hasse diesen Bogenschießer. Nein, jetzt schon wieder. Der Vogel, ey, der gibt keine Ruhe, Digga. Ja, super. Der Vogel gibt... Mann. Komm her, Vogel, ich geb dir eine Backpfeifenschelle. Oh, scheiß Tornado, Mann. Boah, du Hurenvogel, ey. Ach nee, oh Mann, was soll der Scheiß? Ey, wieso starte ich schon wieder hier oben? Was ist das für ein Speicherpunkt, Mann? Was soll das denn, Mist, Junge? Ey, jetzt kommt wieder der Tornado, ey. Mach doch deinen hässlichen Sturzflug, dummer Vogel. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh, Mist. Dankeschön. Oh, endlich. Hier ist man ein bisschen größer, immerhin. Alter! Ich muss erst diese Bogenwichser da wegkriegen, so jetzt. Opa Gollum, Alter. Opa Gollum. Alter. Opa Gollum, Alter. Ey, was soll der Scheiß? Ein Shit und ich bin tot, Mann. Junge. Ein Kick und ich bin tot, Junge. Ich brauch Leben. Ja, ich bin tot. Safe, Alter. Ich bin sowas von safe tot. Digga, das darf doch nicht wahr sein. Ey. Ey, Mann. Gleicher... Oh mein Gott. Was soll dieser Scheiß? Stirb doch. Oh, Junge. Oh nein, schon wieder diesen Felsen. Hättest du wohl gedacht, alter Sack. Na! Okay, das war ein Secret. Cool, wusste ich nicht. Oh mein Gott, Junge, noch so... Oh. Warum schon wieder von da unten, ey? Oh. Ausweichen, ausweichen und Schlag zu.
Jawohl. Weg, scheiß Bogenschüsel. Och nö. Schnell, 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 schnell. Schlag zu, schlag zu, schlag zu. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Wir sind fast da. Von der Anhöhe dort können wir die Koboldfestung sehen. Weißt du, vielleicht sollte ich etwas mehr Zeit mit Sport verbringen, anstatt ständig Dinge wie dich zu erfinden. Die Koboldfestung. Wirklich rätselhaft. Ich sehe die Panzer, aber nichts, das wie eine große Metallfabrik aussieht. Die Panzer wurden nicht hier gebaut. Das Tor ist offen. Gehen wir runter und sehen uns dort mal um. Was? Wir sollten die Sache klären und heimgehen. Ganz sicher erfahren wir nichts Neues, wenn wir weiter hier oben rumstehen. Lukas, du wartest hier, bis wir wissen, ob es sicher ist. Merk, pass du auf ihn auf. Ist es denn wirklich klug, da reinzugehen? Die ahnen doch, dass wir kommen. Wenn es nicht klug wäre, dann würde ich es nicht tun. Es gibt eine unglaubliche Menge von Relikten da hinten. Sicher die ganze Beute aus dem Außenposten und noch mehr. Ja, es waren doch alle, Mann. Wer seid ihr? Und was genau wollt ihr hier in meinem Dorf? Ihr habt eine Menschensiedlung angegriffen. Glaubt ihr, das hätte keine Konsequenzen? Konsequenzen? Die Konsequenz ist, ich habe jetzt viele Relikte und Sonnensteine und andere nette Sachen. Und ein paar ungebetene Besucher. Hat man nur euch geschickt? Wir sind genug. Die Hightech-Bewaffnung dieser Roboter dürfte mehr als ausreichen. Diese Panzer sind wirklich äußerst beeindruckende Kampfmaschinen. Wir haben uns nur gefragt, woher ich sie habe. Das wolltest du doch wissen. Sag ich nicht. Aber wenn ihr sie so faszinierend findet, zeige ich sie euch. Gern aus der Nähe. Ah! Die Tore! Krass, Digga, krass. Kapitel 3.1. Ein anderer Zugang. Gut, hiermit beende ich mein Live. Falls, wenn es euch gefallen hat, dann folgt mir gerne. Würde mich sehr freuen. Und dann sage ich bis dann und auf Wiedersehen. Bis morgen. Ciao, ciao. Und gute Nacht.